Ja, moin zur neuen Wanderung auf Andi TV. Heute sind wir mal wieder hier im das Leinetal. Und zwar gehen wir von Freden los. Da waren wir schon mal, als wir zur Appenteichquelle gegangen sind und zur Winzenburg. Und heute gehen wir aber nicht zur Appenteichquelle und zur Winzenburg. Wie gesagt, da waren wir schon mal. Heute gehen wir von Freden nach Kreinsen. Hier an den Welterklippen vorbei und hier auf den Welterkamm entlang. So, ich würde sagen, gucken wir auf die Karte. Start ist am Bahnhof Freden. Dann kommt der Seltergrill Freden. Dann kommt ein Aussichtsfelsen, Brockenblick, die Selterklippen, Keule im Selter, dann ein Pumpspeicherwerk, dann kommt das Gräne-Viadukt, dann kommt die Gräner Burg, dann kommt eine Öko-Leerfahrt, die Leinebrücke und Ziel ist dann am Bahnhof Kreinsen. Streckenlänge ist 22,8 Kilometer, es geht 530 Meter bergauf und 520 Meter bergab. Höchster Punkt liegt bei 388 Meter, tiefster Punkt bei 99 Meter. So, jetzt habt ihr alles, was wir brauchen. Sagen, wir gehen mal los. Ich hoffe, das Wetter hält. Ich habe die Tour auch nur wieder spontan eingeschoben. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Und aber ich habe ein bisschen Schmerzen im Fußgelenk, dass ich mal was Kurzes gemacht habe. Da reichen 22 Kilometer oder 22,8 Kilometer. Ja, machen wir doch mal die Tour. Hat mir übrigens ein Arbeitskollege mal empfohlen. Ich hatte das schon letztes Jahr im September. Ich habe die mal irgendwie so ein bisschen vor mir hergeschoben. Schauen wir mal, was das gibt heute. Viel Spaß! Dann. Das ist Freden, da sind wir losgegangen. Auf der anderen Seite da drüben übrigens ist irgendwo die Winzenburg und die Appenteichquelle, wo wir letztes Jahr mal waren. Ist das herrlich hier, ne? Es geht mal wieder weg auf und haben auch gleich wieder so einen höchsten Punkt erreicht. Jetzt gehen wir erstmal zum Aussichtsfelsen. Oh ja, ja. Immer so ein bisschen was wie Aussicht, aber nicht viel. Kommt auf der Kamera nicht so gut rüber. Jetzt geht es mal wieder gerade, aber wir sind noch nicht oben. Das soll jetzt der Aussichtsfelsen sein hier. Gucken wir mal. Oh ja, das geht aber ganz schön tief runter hier vorne vor mir. Boah, mal so richtig. Guckt euch das mal an. Auch hier. Ah ja, ja. Ich muss hier auch wieder runter. Runter ist immer scheiße. Oh ja, guck mal. Wenn man sich die Bäume hier vorne anguckt, dann kann man sich ja denken, wie hoch wir hier sind. Da ist die Abbruchkante. Das ist schon ein Stück tiefer, als wo wir hier stehen.
schwierig, ne? So, jetzt gehen wir mal wieder runter hier. Die Felswand hier an, Dreck vor mir, unter mir. Ob das mal ein Steinbruch war hier oder was? Weiß ich nicht, Digga. Na gut, wir gehen mal hier weiter. Alter, Komoot kotzt mich ja im Augenblick richtig an. Jedes Mal, wenn ich stehen bleibe für einen Fotopunkt, dann bin ich wohl mal ganz woanders. Hier muss ich lang. Da bin ich von ganz woanders, hab richtig Kilometer auf dem Buckel mit mal. Das kann es nicht sein, ey. Die werden immer bekloppt da, immer weil man denkt, das geht nicht schlimmer, dann setzen die noch einen drauf. Ich werde zum Komoot auch mal ein eigenes Video machen, könnt ihr glauben. Das wird jetzt langsam mal Zeit, dass die Brüder mal aufwachen da. Oh, ist das schön hier. Leute, guckt euch mal diese Klippen hier, weil fast schon so wie im Harz hier. Oh, geiler Weg hier, muss ich sagen. Geht hier immer schön auf den Kamm entlang. Hier, da links geht's runter, hier rechts geht's runter. So, auch hier Bäume auf dem Weg. Auch ein kleiner, aber hier wird es glaube ich schon ein bisschen mehr. Mal gucken. So, jetzt kommen die Selterklippen. Das da eben wird wohl auch schon dazugehört haben. Jetzt habe ich hier stehen an den Selterklippen entlang. Das ist ein schöner Weg hier, guck mal. Oh, da unten sind wieder Klippen. So, nun sind wir auf dem Walter Westphal-Weg. Und nicht mehr lange hin, dann haben wir unseren höchsten Punkt erreicht. Aber das kommt noch. Urschön hier, muss ich sagen. Jo, gleich kommt unser nächstes Wanderhighlight. Das ist der Brockenblick vom Selterkamm, nennt sich das. Ist nicht mehr lang hin. Wollen wir mal gucken, ob wir den Brocken sehen können. Wir hatten ja verschiedentlich schon mal gesehen von Wanderung. Einmal dort aus dem Sündgl raus haben wir ihn gesehen. Und noch was jetzt gar nicht so, ne? Aber gut. Schauen wir mal gleich. Aber so schön hier. So, da kommen wir her. Und hier soll der Brockenblick sein. Laut meiner Karte. Ist ein bisschen zugewuchert. Laut GPS soll das hier sein. Gucken wir hier mal. Ne, auch zu. Schade. Naja, bei Komoot ist es ja immer so, dass die Leute irgendwo was eintragen und dann war das ganz woanders. Das hatte ich mal bei der Wanderung im Landkreis Nienburg. Da waren wir in einem Örtchen Eule. Da habe ich dann auch verzweifelt ein Wasserrad gesucht, so eine Wassermühle. Da haben die Leute es einfach verkehrt eingetragen. Aber hier sehe ich nichts, hier ist alles zugewuchert. Schade. So, wie ich bereits sagte, das haben die Leute mal wieder verkehrt eingetragen bei Komoot. Da kann also Komoot heute noch nichts für. Hier kann man tatsächlich den Brocken sehen. Ja, jedenfalls so ein bisschen. Da ist da hinten hinter. Wenn man da zwischendurch guckt, wahrscheinlich genau hinter dem, es wackelt das, so habe ich gerade sagen, so genau hinter dem Ast hier vorne, da wird der Brocken sein. Gut. So viel zum Thema Brocken. Luftlinie 51 Kilometer. Jetzt schwenken wir mal links. Da unten ist Frieden. Da sind wir losgegangen heute. Wir sind erst in diese Richtung gegangen und jetzt gehen wir auf den Kamm in südliche Richtung. So, hier haben wir so ein paar alte Wegsteine. Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ist das auf Komoot nicht vermerkt. Und so, wir gehen mal hier weiter. Schöner Weg, ne?
jetzt auch nochmal so mehrere Klippen. Und genau dazwischen ist so ein richtig tiefer Spalt, der bis da unten hingeht. Richtig interessant hier. Ich wusste gar nicht, dass es so schön ist hier. Wir gehen mal unseren Weg hier weiter. So, das ist die Keule im Selter. Fels, der oben recht breit ist, nur noch mal zurückschwenken, unten recht schmal. Links ist auch noch ein Felsen, aber der sieht nicht so spektakulär aus. So, jetzt nochmal von dieser Seite. Schon spektakulär, oder? Auf jeden Fall weiß ich, warum das Ding Keule heißt. So, wir gehen mal hier zwischendurch zurück. Von da unten kommen wir rauf. Das ist unser Weg hier. Es geht hier übelst bergan. Komoots macht so 5%. Das waren eben mehr. Problem ist, unter dem Laub, das hier so liegt, ist das stellenweise richtig glitschig. Bin eben einmal schön weggerutscht. Oh. Wenn wir hier oben sind, haben wir heute unseren höchsten Punkt erreicht. Hat was hier. Also ein bisschen trittsicher sollte man schon sein hier. So, das nennt sich hier Rastplatz am Pumpspeicherwerk. Das heißt, Pumpspeicherwerk ist hier hinten hinter. Da ist ein See. Da habe ich bis jetzt aber noch nichts von gesehen, von dem See. Ja, schade eigentlich. Sehen nur auf der Karte hier. Na gut. Wollen wir uns mal umdrehen. Gucken wir Richtung Südwesten. Jetzt hier unten ist Nensen oder Nensen oder wie auch immer man das ausspricht. Weiter hinten ist Holtershausen. Muss da hinten irgendwo sein. Holtershausen, das ist die andere Richtung. Frieden ist quasi jetzt bei uns im Nacken auf der anderen Seite vom Kamm. Also Richtung Nordosten. Dies ist jetzt Südwesten. Auch wieder herrliche Aussicht. Hat doch was, ne? So, ich hoffe, ihr versteht mich bei dem Wind. Da unten ist Gräne. Und da wollen wir hin. Oh, wieder eine herrliche Aussicht. Das ist jetzt wieder übrigens Richtung Osten, also ich glaube mehr so Südosten.
Ja, Südosten. Und irgendwo da in die Richtung ist Frieden, wo wir losgefahren sind. Und die letzte Aussicht, die wir gesagt haben, war genau hier auf der anderen Seite. Richtung Nainsen oder wie auch mal man das ausspricht. So, ich habe mich jetzt mal auf die Bank gesetzt. Da unten die Strecke, jetzt habe ich mal gerade geguckt, die Eisenbahnstrecke, ist nach Holzminden, Kreinzen-Holzminden. Über Stadt Ollendorf. Da war ich mal bei der Bundeswehr. Da musste ich da mal langfahren, die Strecke. Da sind wir durch mehrere Tunnel gefahren, kann mich dort gut daran erinnern. Jetzt zeige ich euch nochmal was. Wie gesagt, da hinten, das ist Gräne. Wenn man links schwenkt, da zoomen wir mal ran. Das ist der Brocken im Harz. Jetzt kann man ihn richtig gut sehen, finde ich. Ist Gräne und da ist die Gräner Burg. Da gehen wir dann auch noch mal hoch. So, erstmal gehen wir hier unten weiter. Ups, das wackelt ein bisschen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine einmalig schöne Gegend hier. Das hat was. Ob das die Gräner Feuerwehr ist? Weiß ich nicht, Digga. So, da wo der Zug eben fuhr, der fährt nach Holzminden. Das ist das Gräner Viadukt. Das ist die Strecke Kreinsen-Holzminden über Stadt Oldendorf, was ich vorhin sagte, wo es verbunden war. Da sehen wir jetzt zum ersten Mal das Viadukt. Unterhalb des Viadukts steht ein Schild, ein Hinweisschild zur Burg Gräne. Oder unten steht Burggelände wegen Sanierung geschlossen. Aber ich denke, wir gehen trotzdem mal hoch. Mal gucken, was wir da sehen können. So, der letzte Anstieg zur Burg Gräne. Danach geht es dann wirklich nur noch bergab. So, jetzt stehen wir vor der Burg, aber leider geschlossen. Wegen Bauarbeiten. Schade. Gut. Hier ist eine Infotafel. Ja, hier gehen wir hier weiter zurück. Und dann weiter weg an. Letzte Anhöhe kommt jetzt. So. Da hinten sehen wir nochmal den Brocken. So, nun überqueren wir wieder das zweite Mal die Leine und sind auch bald am Ziel. Gräne lassen wir jetzt hinter uns. Alter, hier mit dem Kanu lang, das wäre doch auch mal richtig idyllisch. So, guck mal in die andere Seite. Das hat doch was, oder? Hier mit dem Kanu bis Hannover. Das können wir eigentlich mal machen, oder?
Also schon interessant, wo Störche überall ihre Nester drauf bauen. Da auf so ein Oberleitungsmast. Ich zoome mal ran, da ist sogar einer drin. So, das soll es gewesen sein für heute. Wenn ich am Ziel bin, das sind noch 1,1 Kilometer, dann war die Strecke heute 26,7 Kilometer lang. Genau 4 Kilometer zu lang, weil Komoot öfter, immer wo ich stehen geblieben bin, Fotos gemacht habe, meistens außerhalb des Waldes, so wie hier, irgendwie dann auf einmal laut GPS ich ganz woanders war, als ich eigentlich sein sollte. Und dann kam aber die Meldung, du hast die Tour verlassen. Und diese Dinger kam oft vor heute, sehr oft, und dadurch ist die Tour 4 Kilometer länger geworden. Also wie gesagt, ich habe dann 26,7 auf dem Tacho, 22,7 ist die eigentlich. Also ich sag mal, Komoot wird immer beschissener. Gut, trotzdem, die Tour war geil, war richtig gut, hat mir sehr gut gefallen, glaube ihm auch. Und ja, deswegen würde ich auch mal sagen, wir machen heute Schluss. Ich gehe jetzt noch bis zum Bahnhof, wie gesagt, 1,1 Kilometer noch. Und ich kann die Züge auch schon fahren sehen da hinten. Und ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Was wir nächstes Mal machen, weiß ich noch nicht. Ach, ich glaube, wir kochen mal wieder, ne? Kann das sein? Dass wir wieder kochen? Ich weiß gar nicht, wie viel Folge wir heute haben, aber es könnte hinkommen. Gut, egal, was auch immer. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit, bis die Tage. Tschüss.